Ich merkte mir alles, was Ingvi erzählte. Und er sagte, ich hätte ein Gehirn aus Klebstoff, weil ich so viele Geschichten aus der Bibel auswendig konnte. Wir fahren zu Papas Freundin, hatte Ingvi mir gesagt. Denn er hatte gehört, wie Papa sie vom Telefon im Flur aus angerufen hatte. Er hatte auch gehört, wie Mama dasselbe zu Papa gesagt hatte, dass er doch zu seiner Freundin gehen und bei ihr wohnen solle. Will sie die Kinder nicht auch gleich haben? Hatte sie gekeift. Ingvi hatte mir das alles erzählt, bevor Papa uns befohlen hatte, zum Auto zu gehen. »Wo ist Mama?«, fragte Lilia, und Ingvi schüttelte den Kopf. »Die Mama ist weg. Papa sucht dir eine neue Mama.« »Wir müssen auf Jehova vertrauen«, fügte ich gewichtig hinzu. Ingvi nickte, und wir lauschten Papas Flüchen über den einsetzenden Schneefall. Ich hatte ihn letzte Woche das erste Mal fluchen gehört. Ingvi aber meinte, Papa würde schon seit langem fluchen. Ich würde nur nie was mitkriegen, weil ich immer im Krankenhaus sei. Am Morgen hatte mir Ingvi auch erzählt, er habe gestern vor dem Einschlafen gesehen, wie Mama und Papa sich wieder geprügelt hätten. Mama habe Papa die Kehle zugedrückt und ihn gezwungen, alles zu gestehen. Daraufhin habe Papa sie als Hure beschimpft. »Was sollte er denn gestehen?«, hatte ich Ingvi am Morgen gefragt. »Ehebruch«, antwortete Ingvi. »Er sollte Ehebruch gestehen.« Ingvi hatte mir auch erzählt, es sei der zweite Weihnachtstag, aber das sei nichts Besonderes, weil da niemand Geschenke bekomme. Und in ein paar Tagen sei Silvester und da würden alle feiern, dass ein neues Jahr beginnt. Außer uns natürlich, weil wir nichts feierten und an Heiligabend Fleischklößchen aßen, um allen zu demonstrieren, dass es uns völlig egal war, was auf den Tisch kam. Denn bald, sehr bald, kam das Ende der Welt. Und dann würde ich nie wieder krank sein und für immer und ewig im Paradies leben. Ich würde mit allen möglichen Tieren in der Sonne herumtollen und mit Mama und Papa und allen, die an Jehova glaubten.